Und dann, weil das mit der Karte überhaupt nicht funktioniert. Ah, jetzt davon das. Alles klar. So. Weil das mit der Karte jetzt wieder funktioniert, probieren wir es doch gleich mal aus. Zack, alles klärchen. Das heißt, wir können uns in Ruhe hier umschauen, ohne dass wir uns da irgendwie. Schauen wir mal da oben. Na, da ist ein Bäumchen. Da auch. Also, wir können uns hier in Ruhe umschauen, ohne dass wir da verloren gehen. Weil ich glaube, selbst wenn wir jetzt hier tatsächlich einfach mal rumlaufen, den Weg mit der normalen Karte, den findet man eigentlich auch so, oder? Aber ich bin mal gespannt, ob hier wieder Gegner auftauchen. Feder. Was ist da oben erst? Okay. Das wundert mich gerade so ein bisschen. So, das ist so eine Flare. Auch von einem Gegner, glaube ich. Fallen gelassen. Ja, Ressourcen. Ich weiß. Ressourcen. Also, was haben wir denn an Ressourcen? Wir haben auf jeden Fall hier Kräuter, die wir nicht nehmen können, weil wir voll sind. Und wir haben hier einen Baum. Naja, da kann man nochmal gucken. Da kann man nichts herstellen. Okay, alles klar. Weil wir überall voll sind. Weil wir überall voll sind. Ja, das ist... So, Überlebensversteck haben wir. Das haben wir. Und dann fehlt uns hier hinten... Zack, das Wandgemälde. Ich habe keine Ahnung, warum wir das... Also, warum ich das übersehen habe. Und entsprechend dann noch die Herausforderung. Ich hoffe mal, dass wir tatsächlich jetzt auch alle Herausforderungen angezeigt bekommen haben. Nicht, dass wir dann wieder irgendwo was noch zusätzlich bekommen. Was mich jetzt auch nicht unbedingt wundern würde. Okay. Oh, interessant. Haben wir uns da oben tatsächlich festgehalten und sind hier rübergeschwungen? Das ist natürlich auch nicht verkehrt. So, das Wandgemälde. Achso, das ist ja jetzt da vorne. Ja. Alles klar. Und... Okay, da vorne sind Gegner. So, der ist schon mal. So. Die haben wir ausgeschaltet. Und waren das jetzt eigentlich diese... Nee, wahnsinnig. Treibstofftanks. Treibstofftanks. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich ein bisschen größer sein sollte eigentlich. So, sind hier jetzt alle Gegner Platz oder... Ja, Klör, Schepper. Ja, was mache ich denn? So, das ist das richtige Knöpfchen dort. Das hier eventuell. Ich weiß es nicht so ganz genau. Alles klar. Das ist das Rätsel der Lösung. Diese Dankfahrzeuge, sag ich mal. So, dann fehlen uns quasi noch zwei. Vielleicht sollten wir auch mal auf die Karte schauen. So, 1, 2. Hier vorne, ich glaube, da stand keins. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Wenn ist, müssen wir nochmal zurückgehen. Die zwei könnten das noch sein dann. Oder auf dem Weg nach unten dann. Hier über diese komische Seilbahn, wenn überhaupt. So. Nee, halt. Da lang. Das ist natürlich auch ganz lustig, dass das eigentlich doch recht einfach funktioniert. Hätte man direkt machen können, wenn man gewusst hätte, dass das funktioniert. Oder auch, wenn man daran gedacht hätte, man könnte ja eventuell die Gegner auch so ausschalten und das Risiko in Kauf nehmen, dass man tatsächlich dann vielleicht dann doch eher entdeckt wird. Oder eher auf einen aufmerksam gemacht wird. So, okay, hier dran. Da haben wir den Quicksave gesetzt quasi. Und ich sehe schon, irgendwie... Wir müssen da drüben hin.
Schöne ist. Oh, geil. Und mit Orkal mal gucken. Schaut euch das doch einfach mal an. Ich würde so. Ich sag's mal wieder gern. Ich würde am liebsten richtig tauchen können hier und auch unter Wasser. Also, so wie es die anderen Lara Crafts früher auch konnten. Nicht so wie jetzt, wo tatsächlich einfach. Wo tatsächlich die Lara nicht mehr tauchen kann, sondern früher konnte die ja tatsächlich tauchen. So, aber abgesehen davon, dass da hinten, ich glaube, dass der eine zerstört oder fehlt. Oh Gott, okay. Da müssen wir tatsächlich dann suchen. Das ist auf der anderen Seite, ne? Oh nö. Och nö. Dann wieder zurück. Da hätte ich vielleicht mal vorher schauen sollen. So, dann nochmal hier durch. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier lang kommen irgendwo. Ne, dann stecken wir schon im Schnee fest. Und dann geht's hier durch. Und dann. Ah, okay, alles klar. Ein altes sowjetisches Schild. Russisch. Sehr schön. So, dann hätten wir das zumindest mal. Ich frage mich gerade, haben wir noch irgendwas auf der Karte, was wir zusätzlich jetzt bekommen haben? Normalerweise, oder sind das nur diese Monumente, die uns immer wieder was freigedeckt haben, gegeben haben? Es kann natürlich auch sein, dass wir schon alles gesehen haben hier, so fast alles. Zwei Treibstofftanks, die fehlen noch. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Wir haben tatsächlich, der eine ist hier schon kaputt gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, ich werde nochmal zurücklaufen müssen. Jetzt schauen wir trotzdem nochmal hier rein. Ihr seht ja, das ist nicht ganz so einfach. Nicht ganz so einfach, vor allem wenn du nicht weißt, wonach du exakt suchst. Also jetzt wissen wir ja, wonach wir suchen, aber das wussten wir halt vorher nicht so genau. Beziehungsweise haben wir da gar nicht so genau drauf geachtet. Ich weiß gar nicht. Wieder habe ich gar nicht drauf geachtet, was wir hier alles suchen können, müssen, dürfen. Oder ich habe mir gedacht, ja, machen wir später halt im Anschluss. Und jetzt stellt sich heraus, ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoller gewesen, wenn wir das Ganze hier direkt mitgemacht hätten. So, ich weiß, ich glaube nicht, dass das diese Dankdinger sind. Das Ding ist nichts zum Aufdanken. Das kann doch aber nicht sein, dass ich glaube aber auch nicht, dass das jetzt hier. So. Irgendwo müssen doch diese Tanks sein. Wir sind immer noch in der Forschungsbasis. Das heißt, es ist immer noch das gleiche Ziel. Wir könnten jetzt versuchen, hier runter zu gehen und dann. Ja gut, wenn wir spätestens beim Gulag angelangt sind, können wir immer noch entsprechend. Oh, hallo? Also wenn wir im Gulag sind, können wir immer noch entsprechend dann uns per Schnellreise wieder hier hochbegeben. Das wäre jetzt nicht unbedingt das Thema. Aber wo sind diese Tanks? Irgendwelche nicht funktionierenden Lüftungsschächte. Ich weiß gar nicht, was das hier darstellen soll. Einfach so ein Holzkasten. Oder ist das da vielleicht so ein Tank? Kann das sein? Nee. Natürlich nicht, während ich mich hier selbst verletze. Also im Spiel, ne? Und nicht im RL. Nicht im echten Leben. Da würde ich sowas natürlich nicht machen. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube zwar eher nicht. Hier kommen wir wieder runter. Na gut, dann. Das Ding ist immer noch zu. Wundert mich auch so ein bisschen. Sollte das nicht eigentlich offen sein? So langsam mal oder so weiter kann ich erst hingegangen.
liebe Laura. So, aber jetzt. Okay, das hat funktioniert. Sehr gut. Das Schöne ist ja auch, ich glaube tatsächlich, dass wir hier auf keinen einzigen Gegner mehr treffen werden. Das, ich meine, wenn ich sage glaube, heißt das auch, ich weiß es nicht genau, aber... Ja. Nein, das geht natürlich nicht kaputt. Ich sehe hier gar nichts wieder. Das Problem hat man ja schon mal, dass ich gar nichts gesehen habe. Ja, das ist immer so richtig schön. Immer so richtig toll. Gerade wenn man auf der Suche nach irgendwas ist. Ich glaube tatsächlich, hier oben finden wir keine Tanks mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es hier noch was gibt, ist dann doch eher kleiner geworden in meinen Augen. So. Ja, schön. Einmal hier hoch. Dann sind wir hier an diesem Ort, wo wir einst, ich glaube, Konstantin war das, den wir oben getroffen haben. Entweder Konstantin oder einer. Einen von beiden auf jeden Fall. Und hier ist auch nichts. Kein einzigster Tank, kein gar nichts. Kriegt man das vielleicht hier hinten noch auf? Nee. Auch nicht. So, dann sind wir uns nämlich... Ja. Verfolgungsjagd. Also hier sind wir abgehauen. Es war nicht wirklich eine Verfolgungsjagd, aber wir sind abgehauen. So, da drüben geht's dann weiter. Hier war nichts, ne? Gar nichts. Ich sagte ja, das ist alles so ein bisschen komisch gemacht. Ich finde, das ist so ein Teil. Klar, suchen ja schön und gut, aber letzten Endes. Dass man es an dieser Stelle dann so schwer macht mit dem Suchen, das finde ich ein bisschen komisch. Auch die Leiter hier, dass man da nicht runterklettern kann, finde ich auch komisch. So. Oh nein, ich wollte eigentlich... Oh nein. Ach so, man kann gar nicht da. Oh gut. Da kann man ja gar nicht. Ja, sagen Sie das doch gleich. So, weil hier kamen, glaube ich, schon die Gegner entgegen. Wenn einem Gegner entgegenkam... So, ich glaube aber nicht, dass das da das Rätselslösung ist. Ja, schön. Das Ding hat da nicht mal eine Kollision. Okay. Dann weiter nach unten, ne? Das ist mies gerade. Das ist richtig, richtig mies gerade. 200. So. Und weil es so schön war... Gehen wir uns nämlich noch mal ganz kurz hier drauf. Also ihr könnt mich gerne an dieser Stelle drauf hinweisen, wenn ich was übersehen habe. Wenn ihr es denn mit Sicherheit auch wisst, wo was ist. Also nicht, dass man mir hier Tipps gibt, die dann total... nichts sagen sind, nicht hilfreich sind und mich einfach nur im Weg im Kreis rumführen. Das wäre ein bisschen schlecht. Aber ansonsten bitte gerne. Ja. Natürlich. Natürlich. Ich glaube tatsächlich, hier ist auch nichts weiter. Ach, Menno. Das dürfte auch nicht das richtige Lösung sein. Dies ist auch nicht. Ja. Okay, das ist seltsam. Sehr, 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 sehr seltsam. Jetzt rennen wir hier stunden rum und es passiert nichts. Außer die offensichtlichen Dinge, die wir eh schon auf der Karte haben. Finden wir hier gar nichts weiter. Das finde ich doof. Ihr sicherlich auch.
Das ist, ja. Und ich will jetzt eigentlich nicht Beschwung machen, indem ich tatsächlich dann jetzt überall dann nachschaue, wo was sein könnte. War das hier auf? Ich glaube ja nicht, ja. Eigentlich war das ja klar, dass wir das nicht so einfach aufkriegen. Aber wir können da runter. Warte mal, ist da oben vielleicht? Nee. Warte mal, da könnte das ein Dank sein? Und wenn ja, ich meine den von hier aus überhaupt kaputt? Das ist nämlich dann die nächste Frage. Warte mal, das ist doch ein Dank. Das ist mit Sicherheit ein Dank. Leute, da müssen wir hin. So. Ich glaube, die kriegt man tatsächlich von da oben nicht kaputt. Ich bin mir nicht sicher, aber wir werden das jetzt gleich feststellen. Und wenn wir das festgestellt haben, dann fluche ich, weil... Nee, dann fluche ich nicht so wirklich. Ich fluche nicht, aber dann fände ich es schon recht beschämend. Das heißt recht beschämend. Klingt jetzt auch wieder doof, aber tatsächlich ist es dann nicht gerade... Ja. Das, was für so ein... Entwickler dann so angebracht wäre, würde ich mal behaupten. Aber wir bekommen, wenn es denn so wäre. Wenn es denn so wäre. Also das hätte man durchaus besser machen können, sagen wir es mal so. Ich weiß ja nicht, woran es gelegen hat. Wenn es denn so wäre. Keine voreiligen Schlüsse. Ich sehe hier wieder mal gar nichts. Das ist ja auch nichts Neues. Hier haben wir, ja, Konstantin getroffen irgendwo. Das weiß ich noch. Ich finde es tatsächlich ein bisschen doof, dass wir hier gar nichts sehen, weil ich würde mich gerne hier noch ein bisschen umschauen. Also, zack, da ist was. Da ist was, das kann man alles mitnehmen. Aber ansonsten scheint es hier nämlich auch nichts weiter zu geben. Wie kommen wir denn da in den Hof rein? Oder kommen wir da gar nicht hin? Da lang, da irgendwo, ne? Vielleicht, wenn wir da langlaufen müssen. Kommen wir hier nochmal hoch? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, zur Not kommen wir hier nochmal hoch. Alles klar, das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann begeben wir uns nämlich einmal hier ran. Und dann... Hier geht's aber nicht durch. Ne, hier geht's nicht durch. Okay. Wir einfach nochmal hier rein. Das ist Wahnsinn, wie hell und wunderschön das Ganze hier ist. Also tut mir leid, dass das jetzt so richtig schön dunkel ist. Eigentlich schon fast zu dunkel. Wenn ihr nichts seht, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, was ihr da noch machen könnt. Wo geht's denn? Wo ging's denn hier hoch irgendwo? Das ist, Das Schlimme ist, man hat ja auch nicht mal wirklich eine Taschenlampe hier, wo man sagen könnte, ah, da, die kann ich ja anmachen und dann sehe ich ja auch dann, wo es lang geht. Beziehungsweise dann sehe ich ein bisschen mehr. Nein, man macht das ja komplett ohne. Ich glaube hier irgendwo. Ja. Und dann sind wir auf der Seite. Okay. Ich glaube tatsächlich. Hey, ich weiß es nicht. Kommen wir noch dahin? Auf der anderen Seite müssen wir da noch irgendwo einen Weg suchen. Ich glaube tatsächlich hier schon mal nicht, oder? Nee, da geht's nicht hoch. Hm. Nochmal auf der Karte schauen sollen, ob das wirklich exakt da dieses Gebiet war, wo wir eventuell hinkommen dürfen, müssen, können, wie auch immer. Oder ob wir hier tatsächlich einfach nur verkehrt laufen und laufen und laufen. Also ob wir dieses Gebiet überhaupt erreichen könnten in der Theorie. Oh, liebe Leute, ich sehe gar nichts, ne? So. Okay. Werde Licht. So, das war's schon wieder mit Licht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
So, da ist noch Munition, die wir nicht aufnehmen können. Hier ist noch ein Tor, das verschlossen ist. So, CCCP. Ja, die Russen, beziehungsweise Kommunisten waren es ja. Ja, wo ging das denn jetzt hier weiter? Ist ja auch so klasse. Es ist ein Traum einfach nur. Es ist so ein klitzekleiner Traum, den ich immer habe. Im Dunkeln total ahnungslos rumlaufen. Überall dagegen laufen natürlich, weil man nicht sieht, wo man hinrennt. So, das ist tatsächlich alles abgefackelt. Das ist mir auch klar. So, wo sind wir exakt? Jetzt sind wir an diesem einen Punkt hier und... Wartet mal, wir müssen, glaube ich... Ja, dahinter ist noch Gebiet. So, und da will ich hin, in dieses Gebiet. Und wahrscheinlich müssen wir da auch hin, um hier rauszukommen. Und wir waren wahrscheinlich schon mal da und... Ah, da ist noch was. So. So, ist da was? So, die haben wahrscheinlich nicht gezählt, nehme ich an. Natürlich haben die nicht gezählt. Halt. Selbst Lara zeigt mir nichts an, außer dieser Instinkt. Da ist noch was. Kommen wir da ran? Oder eher nicht so?